ich noch einen Rauch, nehm diesen Stift in die Hand und fang an, dieses Leben ist gegift, mein Verstand ist erkrankt, es macht mich so fertig, ich schlafe nicht ein, ich bin Gino, mein Leben ist schlaflos am Rhein, planlos verpeilt oder doch mit der Zuversicht, ich doch nicht das ist das Intro von Evidenz, das ist quasi der erste, älteste Song von allen, muss man sagen, so, den habe ich, das ist schon fast ein Jahr her, wo ich den geschrieben habe. Der Beats von Benz, von Benzo, unser Mann, der auch die Videos und so macht, größtenteils so. Und der hat mir eine CD geschickt damals mit 500 Beats, so wie Benzo das macht. Und die gingen alle so 40 Sekunden oder sowas nur, oder 30 oder 20. Und ich habe den dann, das war der erste Beat auf der CD und ich fand den erst komplett merkwürdig. Und hat dann einfach irgendwie drauf gefreestylt und der hat so eine gewisse Dynamik gehabt, die hat mich voll angezeigt. Und es war auch sehr schwer eigentlich, darauf zu rappen. Und danach habe ich mich, also ich habe mir die anderen Beats gar nicht angehört. Ich habe direkt dann dahin mich hingesetzt auf dem Balkon mit meinen Eltern damals noch. Im Winter, so saß draußen im Balkon mit Shorts und hab diesen scheiß Song geschrieben. Und das ging relativ ratzfatz und dann hab ich Benzo angerufen und gesagt, ey, ich hab den Beat gepickt. Ich hab den ersten Beat und er war komplett verwundert, dass ich diesen Beat nehme. So. Also hätte ich nicht gedacht, dass du den nimmst und so. Und das ist Intro und das beschreibt ein bisschen so alles, was auf euch zukommt, so in den nächsten Tracks eigentlich und was dahinter ist. So. Also was ich eigentlich will, sagen will und wo ich hin will und wie ich die Welt sehe so ein bisschen. Oder meine eigene Welt sehe. Das ist eigentlich das Intro. Und es ist unfassbar gut gerappt natürlich. Und für alle Hater und Nerds, dass nur eine Stelle dabei, die gecuttet ist, alles andere ist nur gut gedoppelt. Also ich habe da keine Tricks angewendet, es ist einfach nur gut gerappt. Ey, ich wüsste gerne, wo mein Kopf ist. Irgendwo zwischen Kopfhit und Topmist, immer da Bockmist, ich weiß nicht, was los ist. Ich weiß nur, es geht zu lang und es lässt mich nicht los, es drückt mich fest an sich, hab kurz das Gefühl, nur hier wär ich geborgen, doch dann wird's wieder kühl. Ich bin allein oder einsam, eins von beiden, doch ich weiß ja nicht, ich bin, muss die Scheiße schreiben und wenn ich ehrlich bin, das ist der zweite Track, der heißt Ein Stück. Warum der am Ende so heißt, weiß ich gar nicht mehr. Da habe ich mir gestern auch drüber Gedanken gemacht, warum habe ich ihn eigentlich so genannt, aber der heißt schon länger so. Und das Klavier ist eingespielt von Michael Geldreich. Der ist ein ganz krasser Pianist so und der arbeitet mit meinen alten Kumpels vom Soundmodell zusammen so. Die haben das dann damals arrangiert. Ich hatte den auch schon ziemlich lang, dieses Stück halt, dieses Klavierstück. Und ich hätte nie gedacht darüber irgendwas zu schreiben oder zu rappen, weil es hat keine Drums und es hat hier und da auch einen anderen Takt. Aber dann war das eine Session, glaube ich, da war ich alleine im alten Le Bagage Headquarter beim Plex oben, die waren alle weg, ich war alleine dort und hab mir das reingezogen, hab irgendwie zu viel Wein getrunken oder sowas und hab dann einfach drauf losgeschrieben auf dieses Klavier ohne Takten, ohne Sinn und ohne irgendwas und hab das einfach so aufgenommen und das ist fast noch die Originalaufnahme von dieser Session so und ich wollte die auch so wo da drin haben. Und ein Stück ist ja, das ist ein Stück von dem, was ich unbedingt loswerden wollte, so genau wie es ist. Es ist ein bisschen trotzig, es ist ein Weg, so ich, es ist die ich frage mich, wo es hingeht einfach. Das ist eine Grundessenz dieser ganzen EP, ist sowieso die Frage, so, wo geht's hin, so, wo führt das alles hin, was wir treiben, was wir machen. So, was ist aus uns geworden, was hat die letzten Jahre mit uns gemacht und wo führt das weiterhin hin? Und das geht eigentlich in jedem Song und in dem ist es sehr krass halt. Weil ich auch direkt schon frage, ich frage mich, wo mein Kopf ist und so, weil wir haben so viel Trouble alle, wir wissen gar nicht mehr, was wirklich wichtig ist und sowas. Und im Prinzip geht es darum. Deswegen auch das Ende, so, du brauchst keinen Segen, so, wenn du unter der Erde liegst, brauchst du nur Regen, weißt du, wenn es oft genug regnet, bist du auch weg. So, den Rest macht die Natur. Das ist ein Stück, da liegt mir sehr viel dran, so, ist wahrscheinlich jetzt nichts für den normalen Hip-Hop-Fan, weil es halt kein Hip-Hop-Beat ist, so, aber ist ein Stück, ist ein Stück. Ein Stück von mir, ist ein geiler Song. Ich hoffe, die Leute werden ihn irgendwie verstehen. So, the next one ist eins von diesen Zwischeninterludes. Das war ein Gedanke. Ein Mann, der nichts fürchtet, ist ein Mann, der nichts schaut. Ein Mann, der nichts fürchtet, ist ein Mann, der nichts schaut. Der nichts schaut. Ein Interlude, also ein Zwischenstück, das werden die Jüngeren nicht mehr so ganz krass kennen. Früher gab es eigentlich auch den geilen Alben, die ich kenne, so, sei es deutsche oder auch amerikanische Alben,
gab es halt immer Interludes, kleine Zwischenstücke, Beats oder viele Skits, um einfach die Stimmung, wenn zum Beispiel ein Beat kommt, der nicht so zu dem anderen passt oder es einfach ein bisschen einen Wandel gibt in der Platte oder einfach allgemein, wenn man mal eine Pause haben will von dem ganzen Kram. Das ist ganz geil. Ich weiß nicht, auf dem Nas-Album war das immer, auch auf deutschen, auf guten deutschen Album, auf dem Azad-Album gab es das immer. Es gab geile Interludes. Und das hatte ich mir schon immer gesagt, wenn ich mal wieder was mache, so, will ich auf jeden Fall Interludes haben. Und hier war das sogar ein Muss, so, weil die Songs ein bisschen verknüpft. Und zwar ist es immer noch das Klavier halt von einem Stück quasi mehr oder weniger. Das noch ein Rest hat der Kollege nochmal eingespielt. Und da habe ich dann ein Film-Sample gefunden von Der letzte Ritter mit Sean Connery. Und die Grundaussage ist halt, dass ein Mann, der nichts fürchtet, auch nicht lieben kann. Und aber dass das Leben halt überhaupt keinen Spaß macht, wenn man nicht lieben kann. So. Und das ist das Ding. Und dann geht es halt über in den nächsten Song und das Song kurz sieht auch die aus. Also ich gebe ja auch offen zu, also ich bin jetzt kein Mann, der sich. Also ich weiß, dass ich ein Mann bin, so, aber ich stelle mich nicht hin und sage, ich bin der Härteste und ich habe keine Angst vor irgendwas so. Hier geht es nur um Ängste und ich habe dieses Filmsample deswegen gewählt, weil es einfach genau passt. So. Ist nicht schlimm. Angst zu haben, so, es ist viel wichtiger, Liebe zu behalten. So. Und deswegen der nächste Song ist, wo es lang geht, und da geht es ja auch eigentlich um eine Angst einfach, so, dass man nicht weiß, wo es lang geht. Den hören wir jetzt. Grüße an meinen Man, einer der besten überhaupt Menschen und auch Produzenten, die ich kenne. Ich sitze am Fenster mit Blick zum Hof, ist die klassische Situation, die ich hier habe. Einfach, ich hocke immer hinten in der Kammer und gucke halt raus und schreibe da meine Texte. Und das war ein einfacher Anfang. Es ist dieses Sinn nach Leben suchen. Lied. Und haben wir eine Chance, wenn wir nicht geführt werden, so, wo soll es lang gehen? So, keiner sagt uns, es ist kein Halt da. Ich rede da von dem Kapitän. Der Kapitän ist im Prinzip, steht ja symbolisch für was anderes. So. Es geht um einen Sinn oder um einen bestimmten Halt im Leben, den man hat. So, wenn man den nicht hat, ist es schwierig, irgendwie zu wissen, was der nächste Schritt ist. Darum geht es in dem Track. Und dann habe ich mal gedacht, ich singe mal die Hook so. Das wird auch nicht allen gefallen, denke ich mir, aber das ist auch wieder so eine Entscheidung, wo ich sage, da bin ich so frei und mache, was ich will. Das ist eine Hate It or Love It Hook, haben wir eben schon gesagt vorhin. Es gibt Leute, die feiern es extrem, die haben es einmal gehört und kriegst es nicht mehr aus dem Kopf. Andere sagen, hör mal auf damit. Ich find's cool. Und vor allem die zweite Strophe in dem Text ist meiner Meinung nach so fast die krasseste Strophe auf der ganzen EP. So von der Aussage her und gebündelt auf 16 Zeilen, die Sachen, die ich sage, ist im Prinzip das, was du in einem Therapiegespräch in 4 Stunden hörst wahrscheinlich irgendwie. Also da habe ich genau das auf den Punkt gebracht, was ich sagen wollte, deswegen solltet ihr euch das mal öfter genau anhören. Die zweite Strophe von Wo es lang geht, ist eigentlich diese Stelle mit keine Menschenseele sehen, tagelang zu Hause bleiben und so Geschichten. Das ist, man kann es eigentlich nicht einfach ausdrücken, das ist ja mein Ziel, ich will einfach den Leuten einfach Gefühle vermitteln. So.